Gut, dann fragen wir ihn mal nach, einfach der Reihe nach, würde ich sagen, oder der... Es kann uns ja egal sein, für wen er zuallererst redet. Oh, stolz auf seinen Körper! Warum zum Teufel hat er diese Ohren? Kannst du damit schneller schwimmen? Wie so ein Sora. Apathisch? Was heißt das? Ist wahrscheinlich gut drin. Okay. Gut, der Servan. Oder Saban, wie sie im Japanischen sagen. Ja, und der ist mir am... Also nicht am suspektesten, aber... Wie kannst du jemanden Bomben geben, ohne zu wissen, dass es Bomben sind? Irgendwas... Wurde er gezwungen, oder weil... Ich bin so. Ja, du kannst unmöglich jemanden losschicken. Und sagen, ja, es sind Kameras und nicht bemerken, dass das Bomben sind, oder? Beziehungsweise, wenn du es dann einstellst, naja. Gut, ich bin kein Technikgenie. Vielleicht geht das ja, dass jemand die Kameras mit Bomben versehen hat, ohne dass er es halt gemerkt hat, als er sie uns gegeben hat. Und als er dann die Frequenzen eingestellt hat, ist es auch nicht ihm aufgefallen. Ich kenne mich ja nicht aus. Dann ist natürlich am verdächtigsten, sag ich mal, die Iruka, die Waffendame, weil die kann sicher mit Sprengstoff umgehen. Man offenbar er auch. Aber ja. Er weiß aber auch, wie du mit Bomben herstellen kannst. Gut. Besserungskanal, okay. Bitte schön über sich selbst bitte reden. Na, stell dein Licht nicht unter den Scheffel, alter Mann. Immer den Controller hier auf dem Tisch. Spiel gerade im Stehen. Da kann ich ihn direkt vor mich liegen. Und er ist in Armhöhe. Ja, nein, ich habe keine Zeit dafür. Was ist das? Ist das eine CD? Was ist, oder eine Floppy Disk? In dem Spiel würde es mich nicht wundern, weil du auch so alte Fernseher siehst und Farbteststreifen auf den Fernsehern und so weiter und so fort. Die ganze Technologie ist merkwürdig gemischt mit Altem und Neuem zugleich. Das ist irgendwie witzig. Aber heutzutage ja wieder alles Richtung physische Medien geht. Also viele Leute fangen ja wieder an, CDs und Schallplatten und sowas. Ich auch. Ich habe immer CDs gehabt. Ich habe immer noch einen Haufen CDs und habe jetzt angefangen, Schallplatten zu sammeln. Ich habe Queens auf Schallplatte und ganz viele Soundtracks von Serien und so weiter. Bin voll glücklich, ist voll geil. Schallplatten sind cool. Oh ja. Pistol, Chokyori, Kreia, Life. Tonikaku, Nandemo Konasel Asrito, Data Soja. Chinamini, Shachi no Motteita Jumo. Iruka ga Sekkei shite Kumitateta, Tokuchu Hin da. Was ziemlich krass ist. Also, ich könnte keine Waffe ummodifizieren. Da musst du schon was drauf haben, dass du das dann noch richtig einstellen kannst und sowas und das Ding nicht in deiner Hand explodiert. Es sieht aus, als würde ich jetzt so gerade den Kopf halten, so, Bitch, what did you say? Gut.
Wir haben keine Zeit, wir müssen eine Bombe entschärfen. Ein sehr feuchtes Feuerwerk, ja. Magro-san, いろいろと情報をありがとうございました. Tun Sie das nicht immer? Bis jetzt ist noch kein einziger Fall gewesen, wo die Yamaterasu nicht irgendwie was zu tun hatte oder was vertuscht hat oder. Ich weiß nicht, warum sie so ein Blödsinn schwafelt. Sind das Anspielungen auf Spiele? Prince of Persia oder sowas? Ich hab keine Ahnung. Super Mario. Gibt's auch. Das sind so die Spiele, die mir einfallen, weil sie vorhin was von der Wüste geschwafelt hat. Keuch, keuch! Ich muss mal lieber den Controller nehmen, falls da eine Ding jetzt kommt. Ey. Normalerweise geht das immer so schnell. Warum sind sie gerade gesprungen? Was war das denn? Oh Gott. Wir sind einfach durchgelatscht. Oh! Ich war so fasziniert davon, dass er einfach durchgehen konnte, weil wir können dann nicht weitergehen. Also euch fällt das natürlich nicht auf, aber wenn du dagegen läufst, da kommst du nicht durch. Aber sie sind einfach... Ich dachte, die springen rüber vielleicht. Ja, das ist krass. Ich hatte den Controller übrigens in der Hand, aber ich war so hin und weg von der Tatsache. Ui, sie konnten aber durchgehen. Ich kann das nicht. Yay. Ich fühle mich verraten. Tut mir leid. Ich war... Oh, verdammt. Wir können da nicht durch. Wir sind wieder Spieler. Unsichtbare Mauern. Unmöglich. Ja, okay. Es ist aber so... Ich fühle mich wie Leon in Resident Evil 4, wo die ganzen... Oh, okay, sie sind noch die Bombe. Wo die ganzen Typen dann abhauen, weil die Kirchenglocke läutet und er so... Was jetzt? Bingo? Alle gehen weg? Weil du hast einen Ladebildschirm und dann hast du diese kurze Sequenz, wo du einmal nach links und einmal nach rechts drücken musst, den Stick. Und dann kommt noch ein Ladebildschirm. Und ich muss halt immer dazwischen warten und bin so, ja, jetzt? Schön. Ja, gut. Versuchen wir, die letzte Bombe zu entschärfen. Starten. Ich kann nicht auf Pause drücken. Oh Gott. Was wird platziert? Keine Ahnung. Oh, ich kann nicht mal drücken. Ja, ist schon in Ordnung. Ich frag mich, wie du das hinbekommen sollst in der kurzen Zeit? Wer hat denn so... Ich weiß, das Spiel ist japanisch. Und die Japaner sind wahrscheinlich so Quick Brain und sowas, aber hey. Mein Hirn ist nicht so schnell in 3D-Denken. Diese Dinger brauchen Zeit. Ich kenne diese Rätsel kenne ich, das kenne ich von Professor Layton. Ich bin es kein Problem, wenn ich genug Zeit habe und mir das vorstellen kann, so zusammenfalte. Aber in der kurzen Zeit doch nicht. So. Du faltest das so, dann hast du einen Pfeil. Dann... Ist das auch ein Pfeil? Oh Gott. Ich hatte nur 2 Sekunden noch. Ich war so. Da ist so ein Pfeil drauf. Da. Ui. Weil das vorne links, wenn du das runtergefalten hast und zusammen, dann hast du einen Pfeil gehabt. Also so ein. Oh Gott sei Dank. Und dann, aber beim anderen bin ich verwirrt gewesen. So, da ist kein anderer Pfeil drauf. Ah! Da, offiziell kein Terrorist mehr. Ja, genau. Das. Wunderschön.
Tipp, tipp, tipp. Komisch. Das ist natürlich etwas merkwürdig. Was ist das hier? Ich bin so verwirrt. Ich verstehe gar nichts mehr. Der eine Typ hat Selbstmord begangen. Die anderen sind alle verschwunden. Diese Bomben... Und unsere Kollegen sind immer noch weg. Alles ist irgendwie scheiße. Genau wie am Anfang. Da war es auch nur so. Da hast du dir nichts festhalten können. I'm scared. Faires Spiel. Ja, weil jemand, der Bomben in einer Stadt verteilt, auch sehr fair ist. So stelle ich mir das auch vor. Dass die einfach dann aufhören. Ich habe das Gefühl, dass da irgendwie... Vielleicht das nur als Ablenkung gedient hat für irgendwas anderes. Es gab ja eine Explosion, als wir am Dach waren, nach dem Selbstmord von dem Typen. Nö. Und keine Ahnung, das Hochwasser in diesem Geschäftsviertel, Momonuku, irgendwas. Da ist ja auch was passiert. Vielleicht ist dort die Explosion gewesen. Und das war die, die wir gehört haben, als wir am Dach waren. Und dort ist auch die Bank. Vielleicht will jemand eine Bank ausrauben. Mann, es klingt dämlich. Keine Ahnung. Aber irgendwas wollen sie wahrscheinlich in diesem Geschäftsviertel. Also... Ist sie immer ihre Haare da, oder? Nein, okay, das schaut nur so aus. Sie so drauf rumkaut. Ah ja, genau, die gibt's auch noch. Yay, und so beginnt unser Ermittlungsabenteuer. Ja, Hand in Hand. Ah, die Schleife ist wirklich süß, die sie da hinten hat. 3 Minuten Ladebildschirm. Ich weiß nicht, ob das an der Switch liegt oder am Spiel. Oder ob es eine Kombination aus allem ist. Normalerweise stören mich so Ladebildschirme nicht wirklich. Aber hier passieren sie so häufig, habe ich das Gefühl. Vielleicht bin ich auch einfach zu jung und bin einfach zu ungeduldig und sowas und keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Okay. Ja, aber erstmal schauen wir mal, ob der irgendwie... Okay. Nichts ist auf der Karte, auch nichts. Cool, 10 Punkte. Vor allem auf ein Sofa. Welches Sofa? Ich dachte gleich das da. Offenbar nicht das. Außerhalb des Fensters. Niemand ist gerade hier. Oh, ist auch gut zu wissen. Ah, dieses Sofa, okay. La la la. Oh mein Gott, wir können die Trockenblume nicht mehr anschauen. Verrat, Betrug. Ich schau nochmal schnell ins Restaurant, ob dort irgendwas ist. Die behütete Dirne. Aha. Okay. Shinigami denkt schon darüber nach, was sie tun wird, wenn wir sterben. Ich meine, ich schätze als Todesgöttin... Oh, Fubuki. Jesus. Hey. Ich schätze mal, als Todesgöttin denkst du über nicht viel nach, was nicht den Tod betrifft. Deswegen ist sie auch immer so... Sie vergisst ja immer alles sofort. Gut. Yuma-kun, Fubuki-san! Omatase
Hey. Was, sie sagt nur Omatase und auf Deutsch, danke, dass ihr auf mich gewartet habt. So ein ganzer Satz. Ach, Japanisch. Ist schon schön. Ja, kein Problem. Nein. Du machst doch genau das Gelbe die ganze Zeit. それで何か分かった?アジト周辺では保安部がうろついてたけど、建物の中には誰もいなかったよ。だから潜入自体は簡単にできたんだけど、めぼしい書類や証拠品の類は何も見つからなかった。重要なものは全部 Ach ja, der Safe. Da, den hat der Alte ja auch erwähnt. Dass da die Waffe drin war. Wir müssen uns irgendwie die CD oder so anschauen mit der Aufnahme, ob der Alte auch in seinem Geschäft war oder so. Ah. Du bist ein wahrer Schatz. Ach, schön. Ja. Wo können wir uns das Ganze aber anschauen? Shinigami, die Erwachsenen reden gerade. Oh, gut. Klar, im Hotel. Okay. Geil. Ich nehme an, die Aufnahmen haben keinen Ton. でもその途中で中性が聞こえて慌てて階段を登ってみたところで、シャチさんの死体を見つけました。早送りで前後の映像を確認しても 非常階段を使った人は誰もいないみたい。銃声は一発で、屋上にはシャチさんだけ。さらに、凶器の銃は本人が手に持っていたとなると、やはり自殺としか考えられないんじゃないですか? Okay. Das ist sehr komisch. じゃあ Ich meine, danach sieht es aus, aber ich weiß nicht, er wirkt nicht so wie ein Mann, ja, der sowas tun würde. Vor allem, wenn er da die Treppe hätte, um zu entkommen. Und er hat eine Waffe. Ich weiß nicht, er wirkt eher wie ein Kerl, der sich freischießen würde. Bevor er sich schnappen lässt. Er hatte ja eine Waffe. Selbst wenn er gegen Gewalt ist, er will ja... ich weiß nicht. Aber dann hätte er mit der Waffe zumindest auf uns gezielt und gewartet. Ja, es scheint sehr voreilig zu sein. Eben, wenn er da oben gewesen wäre mit der Waffe und er hört die Schritte, dann würde er sich ja hinstellen und mit der Waffe zielen und schauen, wer da kommt. Und wenn dann wenn er uns gesehen hat, wäre es, ah, okay, cool, lass uns abhauen. Es ist komisch. Es ist auf jeden Fall merkwürdig. Du verstehst gar nichts. Da war ein Regenschirm, Rostiger. Weiß er nicht. Ja, lass sie. Er blieb auf dem Dach, ja, obwohl er Zeit zu fliehen hatte. Schieß los. レジスタンスのアジトに無線の盗聴器があって、そこで保安部員が無線で喋ってるのを聞いたんだけど、浸水の原因は
雨水発電所らしいって。あ、雨水発電所？金井区に降る雨水を利用した水力発電所だよ。Siehst du, das habe ich damals gesagt. Wir sind dort drin gewesen in dem Geschäftsviertel und haben das Kraftwerk angesehen. Und der Yuma hat da ganz stolz drüber geredet und die Shinigami auch, als ob sie alles wüssten über dieses Kraftwerk, obwohl noch kein Schwein je davon geredet hat. Und jetzt war nur so das Kraftwerk, als hätte er noch nie davon gehört. Ganz merkwürdig. Eine angeblich saubere und grüne Energiequelle. Hast du dir die Stadt mal angeschaut? Komische Geister, die Kinder entführen, merkwürdige Hexen in Herrenhäusern. Was war noch? Regenbrüder. Und der ganze andere Scheiß in den Hauptquests. Ich meine, wenn die Stadt nicht verflucht ist, dann weiß ich aber auch nicht, was es dann ist. Dann ist irgendwas im Trinkwasser oder in den Fleischbrötchen. Die Leute sind alle verrückt. Ich finde es ja schön, dass ihr euch so anfreundet miteinander. Dein Großvater ist / war ein weiser Mann. Wir wissen ja nicht, ob er tot ist. Er ist ja nur verschwunden. Er lächelt so. Ja. Hurra! Weiter ermitteln! Ja! Oh Gott. Gut. Oh nein. What the fuck? Die sind alle in so einer Reihe gegangen, um sich dann dramatisch in drei aufzuteilen. Team Rocket Style, was? Oh, wieso denn? Ist ja. Oh Gott. Verkackt. Sorry. Ich war nicht darauf vorbereitet, dass ich dir auch helfen muss. Sorry, Fubuki. Es ist spät abends. Ich bin etwas langsam. Episch. Damen. Sie sind nur nach rechts und links ausgewichen. Ich meine, der Einzige, der wirklich was getan hat, so Fighting-Style-mäßig, war Yuma, oder? Und die anderen sind nur rechts und links ausgewichen und sie haben verkackt. Was? Das sind alles solche Luschen bei diesen Friedenswächtern. Das ist unglaublich. Ah! Ich habe Y gedrückt. Danke. Entschuldigung. Spätabends, okay? Es ist spätabends. Ich habe nicht mehr die Reaktionszeit für sowas. Oh Gott. Ich will mich kratzen. Darf ich mich kratzen kurz an meinem Ohr? Warte. So, okay, ich glaube, ich bin bereit. Sollten wir vielleicht in die Luft springen? Okay, also auf das Auto. Schnell! Ach so? Okay. Ach du meine Güte. Wurde so abgeschnitten, weil ich A gedrückt habe so schnell. Gut. Das ist auch erledigt. Verrückt, wir sind vor ein paar Stunden nur hier rumgelaufen. Das ist ja... Wow. Stark überflutet. Der zweite Stock der Gebäude. Nein, sie meint das ernst. Das ist ja das Traurige an der Sache. Glaubst du wirklich, dass... Okay.
In egal. Ganz schön scheiße, wenn du im Erdgeschoss wohnst. Alles, was du besitzt, ist im Eimer. Leihen wir uns aus? Ja, wir leihen uns einfach mal ein Boot, das hier rumliegt. Ich glaube, für sie ist alles interessant, oder? Ich habe dich erobert, oder? Ich habe gewonnen. Mädel. Verlassenes Boot. Da war der nächste Ladebildschirm. Alter. So viele Ladebildschirme. In so kurzer Zeit. Vorwärts, rechts und links. Der überschwemmte Marunomon-Distrikt ist voller herumtreibender Trümmer. Finde mit dem Boot einen Weg zum Kraftwerk. Das Boot kann vorwärts fahren, nach links und rechts abbiegen. Es stoppt, wenn es auf Trümmer trifft, also sei vorsichtig. Habe ich irgendwie Health oder so? Uhi! Boah! Ist das doof. Wow! Stoppt aber sehr abrupt. Naja, ein Boot zu steuern ist nicht so schwierig tatsächlich. Voll dagegen gerast. Schwimmen ist weg. Kartons, ein Schreibtisch, ein Bücherregal, alle möglichen Dinge werden weggeschwemmt. Sieht aus, als wäre ein ganzes Lager voller Sachen rausgeschwemmt worden. Oder vielleicht gehören sie jemandem, der gerade umzieht. Ist das ein Truck da drüben links? Etwas besonders Abenteuerliches spüre ich dabei aber nicht. Sollen wir weiter gehen, Yuma? Ja, wir fahren weiter. Nein, das ist ein... was auch immer. Bong, bong. Oh, bong. Oh, ja. Entschuldigung. Wow. Oh, Guck mal, ist das safe. Oder ein safe halt. Naja, ein Safe. Bekomme ich jetzt eine Lebensanzeige? Und sie sind so, du musst immer aufpassen, wenn du was kommt. Ja, im Grunde schon, ja. Ich meine, es ist eher wie ein Schrank, aber... Kennt ihr diese Shows, wo sie Safes finden oder was auch immer? Und dann kommen diese Typen, die Safe-Knacker, und sie sind immer so, okay, also wir können es so machen, dass entweder wir machen 50-50 und wir öffnen es umsonst und alles, was drin ist, teilen wir dann gerecht auf mit dem Besitzer und wir. Oder wir werden voll bezahlt und der Besitzer bekommt alles, was drin ist. Also immer so ein Glücksspiel. Ich finde die Show nicht gut. Aber ich mag solche Reality-TV-Shows grundsätzlich nicht. Ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Immer nach so zwei Folgen bin ich immer so... Warte, wozu verschwende ich hier meine Zeit? Da passiert ja überhaupt nichts. Und es wird immer so rausgezogen alles, obwohl sie es einfach in 5 Minuten machen könnten. Ei, aber stattdessen machen sie eine halbe Stunde, eine Folge, wo nichts passiert. Und dann reden sie über das Alkoholproblem des Chefs. Ich bin vorhin voll dagegen gerammt gegen was. Ist da hinten irgendwas? Weil wir da so reinfahren können. Ich glaube zwar nicht, aber... Schau mal, wieso kann ich hierher fahren? Ganz komisch.
einmal umdrehen. Sorry. Ich bin nicht verantwortlich für die Kamera. Ich bin nicht voll dagegen gefahren. Ich habe was eingesammelt. Was auch immer ihr glaubt, gesehen zu haben, ihr liegt falsch. Ich bin ein meisterlicher Fahrer. Besitze zwar keinen Führerschein, aber ein Boot kann ich doch noch in Ordnung bringen. So, in dem ganzen Müll, der vorbeischwimmt, sind auch Fahrräder sowie Fässer und Container. Dieser Müll stinkt irgendwie. Gehen wir endlich. Dieser Ort ist nicht sehr sicher. Es wäre eine gute Idee zu gehen. Das wäre schlau. Was reden diese Leute? Es ist niemand hier. Außerdem kannst du nirgendwo hingehen. Wir fahren. Entschuldigung. Ist das ein Abflussrohr? Das Wasser hat einige ziemlich riesige Dinge weggeschwemmt. Ja, was ist eine sehr starke Kraft. Meine Güte, ich glaube, das Rohr hat sich gerade bewegt. Wenn es herunterfällt, würden wir in große Schwierigkeiten geraten. Vielleicht sollten wir Abstand halten. Sind so direkt daneben, dass sie es anfassen könnte, ja? Ja, tun wir das. Ganz schlauer Mensch. Ah, Cutscene. Was war denn das eigentlich? Wie unnötig war das? So, oh mein Gott. Wir sollten aufpassen auf Trümmer. Das bringt überhaupt nichts, weil nichts uns entgegenkommt. Und selbst wenn du gegen was fährst, verlierst du überhaupt nichts. Kannst du da untergehen, wenn du oft genug gegen etwas fährst? Sinnlos. Ich weiß nicht, ob die Leute da noch arbeiten. Wenn es untergehen könnte. Ach, lass sie. Sie ist eine Informantin. Die sterben nie. Sind wie Kameramänner. Oder Frauen. Kamerafrauen. Oder kameraungeschlechtliche Menschen. They never die.